Eure Kommentare waren mal wieder eindeutig und wir haben uns gleich an die Arbeit gemacht, um euch 7 Dinge über den Komodo-Waran zu verraten, die ihr mit Sicherheit noch nicht kennt. Außergewöhnliche Fressgewohnheiten, eine nahezu endlose Auswahl an Jagdmethoden und vieles mehr erwarten euch heute auf unserer spannenden Reise auf die Komodo-Inseln. Und genau da fangen wir heute an. Fakt Nummer 7 ist nämlich, dass die Inselgruppe zwar allgemein als Komodo-Inseln bezeichnet wird, jedoch trägt ausschließlich die größte dieser indonesischen Inseln den Namen Komodo. Und den Namen hat sie tatsächlich durch die dort lebenden Echsen bekommen. Für Fakt Nummer 6 bleiben wir bei den anderen dort beheimateten Spezies, die sowohl die Beute als auch natürliche Fressfeinde der Warane bilden. Wildschweine stehen zwar zum Beispiel weit oben auf ihrer Speisekarte, jedoch sind vor allem junge Warane ein oft gesehenes Opfer von Wildschweinattacken oder Raubvögeln. Fakt Nummer 5 bringt uns zum einzigen Tier, welches den Komodowaran auch jagt, um ihn zu fressen. Der Komodowaran selbst. Zwar steht er an der Spitze seiner Nahrungskette, jedoch wurde beobachtet, dass kannibalistisches Verhalten immer wieder dazu führt, dass junge Tiere von älteren gefressen werden. Abseits dessen haben diese Riesenechsen jedoch wenig zu befürchten. Und das bringt uns auch zu Fakt Nummer 4. Und zwar hat der Komodowaran ein beachtliches Arsenal an Möglichkeiten, um seine Beute zu erlegen. Er kann sowohl mit seinen messerscharfen Klauen als auch mit seinem Schweif, der mal ebenso lang ist wie der Körper selbst, zuschlagen und verfügt über extrem scharfe Zähne. Und falls das immer noch nicht reicht, um seine Opfer zu töten, sondert er beim Biss ein Gift ab, welches seine Beute teilweise Tage später zur Strecke bringt. Aber grundsätzlich macht unser Fakt Nummer 3 eine Flucht sowieso unmöglich. Über seine gespaltene Zunge nimmt der Komodowaran den Geruch und den Geschmack seiner warmblütigen Beute wahr und kann diesen bis auf mehrere Kilometer zurückverfolgen. Fakt Nummer 2. Der Komodowaran ist dem Menschen gegenüber eigentlich eher friedlich oder gar ängstlich gestimmt. Zwar deutet der Name Komododrache auf ein aggressives Wesen hin, jedoch flüchten Komodowarane bei einer Begegnung eher und greifen erst dann an, wenn sie sich in eine Ecke gedrängt fühlen. Und zu guter Letzt kommen wir auf die mögliche Herkunft zurück. Fakt Nummer 1. Die Drachen stammen möglicherweise aus Australien. Wer hätte es gedacht? 500.000 Jahre alte Fossile belegen, dass die Komodowarane sich zu Urzeiten auf dem wohl tödlichsten Kontinent der Welt bewegt haben. Weshalb und wie sie migriert sind, ist jedoch unklar. Das waren sie, 7 Fakten über den Komodowaran. Doch bevor du jetzt abschaltest, haben wir noch eine wichtige Ankündigung zu machen. Wir feiern unsere ersten 100 Abonnenten mit einem Gewinnspiel. Wir verlosen 5x 20 Euro Amazon-Karten und jeder kann gewinnen. Abonniere den D7-Kanal, lass einen Daumen nach oben da und schreibe Hashtag Gewinnspiel in die Kommentare, um bei der Verlosung am 17.09. dabei zu sein. Desto mehr Videos du mit Hashtag Gewinnspiel kommentiert und geliked hast, desto höher deine Gewinnchancen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Team von D7.